Nimm mich mit heute ins Asiatik. Ins Asiatik, auf geht's! Es hat eigentlich so 80% zu. Auf zum unsichtbaren Bergmobil! Was soll ich sagen? Wir hätten uns im wahrsten Sinne des Wortes in Arsch beißen können. Das war sowas verunlustig. Warum tust du den Menschen sowas an? Das ist der zweite Markt, wo einfach nichts los ist. Ich würde mal sagen, da wird der Hund in der Pfanne verrückt. Ja, was soll ich euch sagen, Freunde? Die Pechsträhne von gestern hat sich ein bisschen durchgezogen. Es gibt einen Markt, der auf funktionierenden Zugschienen, wo ein Zug durchfährt. Ich weiß aber nicht, ob es jetzt an der aktuellen Situation liegt, die wir alle kennen und lieben. Aber der Markt ist irgendwie halb leer. Richtig. Kommt mal mit, ich zeige euch mal ein bisschen den Markt. Markt gibt es seit 1905. Und wen gab es zuerst, den Markt oder die Gleise? Den Markt. Die Zuglinie durch den Markt durchgebaut, aber weil der Markt so verankert ist in der Kultur und so viele Menschen abhängig sind von dem Markt wirtschaftlich, ist der Markt einfach geblieben. Und die Leute, ich bin gleich sehr gespannt, wie die Leute das alles einfach kurz mal wegräumen, wenn der Zug durchfährt. Und das ist auch so krass. Bei uns kennt man das, dass alles gekühlt sein muss. Ja? Auf dem Weg zum Supermarkt ist es gekühlt, im Supermarkt ist es gekühlt und hier liegt es einfach so rum. Also irgendwie ist bei uns, vielleicht ist aber auch gar nicht der Boden drin. Weißt du, was auch einfach sein kann? Dass es einfach wegen der Situation gerade so ist, weil so wenig Touris da sind, dass einfach... Weißt du, was ich einfach glaube? Ich glaube, der Zug ist einfach abgefahren. Müssen. Siehst du, dass hier alles leer ist? Ja, aber lass doch das Beste einfach draus machen. Leute, bleibt dran auf jeden Fall, weil hier in der Nähe ist noch ein, ja, ein Floating Market. Aber ich habe die große Vermutung. Wieder enttäuscht werden? Ja. Aber man kann nur enttäuscht werden, wenn man Erwartungen hat. Es ist ja trotzdem cool. Und man sieht ja trotzdem, was hier los sein kann. Weißt du, wie ich meine? Oh mein Gott, ich merke gerade voll rum. Das ist gar nicht meine Art. Ich bin gerade voll negativ einfach. Ja, vielleicht liegt es auch daran, dass du hungrig bist. Hast du die Geräusche gerade gehört? Ja. Kauft man die so? Kauft man da Leben? Die ersticken gerade. Deswegen machen die. Meinst du, da ist ja noch ein bisschen Wasser drin? Ich werde mich nicht dazu äußern, weil ich weiß, das gehört hier zur Kultur. Ich werde nichts dazu sagen. Aber ich finde die Fische eigentlich vielleicht wieder ins Wasser. Du könntest sie hier kaufen und eigentlich ja nicht wieder ins Wasser bringen. Sollen wir das machen? Lassen wir die Münze entscheiden? Lassen wir die Fische hier einfach. Hier, wo sie sind. Das ist wahrscheinlich einfach. Ich merke, es fällt dir sehr, sehr schwer. Wie im Buddhismus. Ja, es ist einfach Dinge zu beobachten und so hinzunehmen, wie sie sind, ohne sie zu bewerten. Glaubst du, hättest du gesagt, kleiner Wichser, nimm mich und schmeiß mich wieder ins Wasser. Was für Beobachtung. Und in 5 Minuten soll der Zug losfahren. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Chillen ja alle total. Die Frau macht ihre Abrechnung. Der Mann da hinten packt die Gurke ein. Wir sitzen auf den Schienen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass hier gleich ein Zug losfährt. Du? Nee. Ich bin sehr gespannt. In 5 Minuten? Weißt du, was in Deutschland los wäre, wenn wir auf den Schienen sitzen würden oder 5 Minuten im Zug losfahren würde? Oder Oma Klaus vom Fenster rufen, sag mal. Kindchen, bist du denn des Wahnsinns? Komm runter. Okay, krass. Jetzt fängt hier die Unruhe an. Unruhe? Findest du Unruhe? Es ist nicht Unruhe, weil die sind alle immer noch mega entspannt. Da will das hier gleich zu spannen. Aber es fängt an, sich zu bewegen. Also genau, wo der Ton angefangen hat, haben die auch angefangen aufzustehen und so, ne? Mhm. Ah, krass. Guck mal, die lassen die Sachen einfach liegen. Die räumen die Sachen gar nicht weg, die unten sind. Nur oben hier. Jetzt aber schnell, der Zug kommt gleich. Das ist geil, die machen das mit einer Gelassenheit, wa? Mhm. Ganz relax. Ja, stell mal vor, jeden Tag fährt ein Zug durch dein Geschäft durch. Du wirst ja auch irgendwann relaxer. Stell mal vor, du arbeitest, das ist dein Laden und die beschließen einfach eine Zugleise durch den Markt durchzubauen. Ich finde das aber gar nicht so dumm. Also ich würde es auch einfach so hinnehmen, denke ich mal. Weil es ist ja auch ein gutes Geschäft. Ja, was gibt es denn aber sonst für Möglichkeiten? Ja, aber das ist ja für die Touristen... Also das ist ja eine Hauptabwechslung. Kann vielleicht ein oder zwei Leute von denen sich mal hier eine Kiwi mitnehmen oder was? Dann freuen sie sich doch. Oder ein Aal. Oder ein Aal. Ein Aal, wieder ins Wasser schmeißt. Hm. Wir sind hier, Laura. Wir sind hier. Stand up, okay. Jetzt. Terrafato. Okay. Federlei. Zweiter Alarm. Krass, da ist auch wirklich gar kein Platz. Vielleicht so ein halber Meter, oder? Mhm. Ich glaube, du musst ein bisschen zur Seite. Ha ha ha!
einfach, jetzt muss ich das mal kurz. Was haben die einfach, sag mal? Ja, hier, guck mal hier, was da auf den Schienen liegt. Einfach. Ist da was draufgeblieben, ne? Ja. Und zack, wird alles wieder angebaut, als ob nie was gewesen wäre. Als ob ich nie einen Zug durchgefahren wäre. Der Mäßige, oder? Jetzt bin ich wieder voll der Fliege. Na komm, wir laufen einmal den Markt nochmal lang. Ja. Das ist die Müllabfuhr hier. Hey du! Weiter geht's! Freunde, heute ist unser Glückstag mal wieder. Der Markt soll jetzt eigentlich noch bis 17 Uhr offen sein. Wir haben uns natürlich super vorbereitet, deswegen ist es eine halbe Stunde 17 Uhr. Aber die werden ja nicht abbauen um 16.30 Uhr, wenn der Markt bis 17 Uhr offen hat, oder? Aber dass er hier sauber macht, suggeriert mir eigentlich, dass hier heute was war. Sieht ein bisschen aus wie Venedig hier, wa? Venedig für Arme. Lass also, uns doch einfach so ein Boot nehmen und einfach rüberfahren. Ich glaube tatsächlich nicht, dass sie die einfach so nehmen. Lass uns die Münze entscheiden. Machen? Das war nur ein Running Gag. Du bist ein Angsthase, du bist ein Angsthase. Ah. Also, ich würde den Roller nehmen und rüberfahren und gucken, ob vielleicht da hinten noch was los ist. Okay, dann nimm den Roller und fahr mal rüber. Auf zum Unsichtbaren! Boot oder Bettmobil? Was sagen wir jetzt immer? Bootmobil oder Bettmobil? Auf zum Roller! Sieht schon besser aus. Ey, verstehst du das in Deutschland, dieser Mann in seinem Alter niemals, also er würde nicht mehr arbeiten, schon lange nicht mehr. Aber er ist fit wie ein Turnschuh, oder? Ja. Also fahren wir jetzt durch einen leeren Markt? Auf zum unsichtbaren Bootmobil! Für deinen dicken Hintern kriegst du sogar eine doppelte Polsterung. Ist das nicht toll? Ich soll ja als erstes. Na dann los. Weil du schwerer bist. Oh, es ist niedlich hier drin. Das ist voll klein, wa? Mhm. Ich bin gespannt, wo wir jetzt hinschippern. Ich auch. Ich glaube auch. Halt. Warum lachst du so? Ich find's gerade voll romantisch. Wollen wir uns küssen? Ey, zukünftig, wenn du es siehst, du bist ja noch gar nicht da, deswegen. Es war gerade so ein überwältigender Moment und ich vermisse dich einfach, weißt du? Deine zukünftige, die du noch nicht kennst? Mhm. Cringe! Blend einfach Mowgli aus und denk, dass du mit mir hier bist. Aber kannst du dir vorstellen, wie geil das ist, dass du hier überall so Märkte hast, wo Leute was verkaufen? Ja. Eine sehr interessante Folge, weil wir. Oh, da hat ein Stand hat offen. Ich hab dir extra gefragt, ob sie mal kurz aufmachen können. Irgendwie will ich der Frau was abkaufen, weil sie so süß ist und offen hat. Wollen wir ihr eine Sonnenbrille abkaufen? 390, viel zu teuer, aber kaufen wir ab. Ja. Das ist ja voll süß, ja. Stell dir vor, du machst hier die Tour und alles hat offen. Das heißt, jeder Einzelne an jedem Stand zeigt dir alles einmal und gibt dir das raus. Das ist total niedlich. Can I see this one? Die andere war cooler, oder? Gibt's auch 100 Jahre Garantie auf Mallorca. Die ist cooler, oder? Mhm. Dann nehmen wir for you, my friend, I have a special offer. Oh. Okay. Oh, nein, nein, nein. Behind you? Krass, brauchst du einen Wurfstern? Nein. Ich will dir alles abkaufen, ich finde sie so niedlich. Ja, sie ist auch niedlich. Guck mal, guck dich mal hier um kurz. Es hat alles zu und die sofort einfach offen. Wollen wir das deiner Mama mitbringen? Mag deine Mutti sowas? Ich habe keinen Bad mehr. Wie? Wir haben keinen Bad mehr. Kein Geld mehr jetzt gerade? Naja, so, jetzt lose nicht mehr. Wie? Wir haben wenig Bad nur noch. Wir haben vielleicht 100 Bad. Lass dir doch eine kleine Kerze noch abkaufen. Ja, okay. Wir nehmen den hier. Okay. Der lacht auch so süß. Aber ich muss erstmal die Finanzen checken. Was hast denn du hier? Sag mal. Nicht Spaß, das ist was vom Rollerunfall. Genau. Versuch schon mit Zigaretten zu bezahlen, wie im Knast. Do you smoke? I have cigarettes. Thank you. Thank you. Bye bye. Da ist ein kleiner Eule drauf, das nennen wir ihn Euli.
Das ist Eulie. Hast du beschlossen? Oh, das ist Eulina, weil es ein Mädchen. Oh, der Laden, da hinten sieht cool aus. Wir können Sie ja mal fragen. Ob morgen alles offen? Genau. We would like to come tomorrow. Is then more open in the morning? Oh, yes, open in the morning. Sie meinte, dass aufgrund von Covid hier halt nicht alles offen hat. Thank you. Thank you. Okay. Hier steht hier ausgezeichnet. Was hast du denn da gefunden? Ein ATM. Das ist übrigens die Spülung. Fertig. Da hinten das Wasser, was da rauskommt. Du warst auf Toilette. Ach, du hat das halt, ich schwör's dir, das hat dann angefangen zu sprudeln. Du flunkerst. Du filmst jetzt auch? Ich hab den Wasser gekauft. Dankeschön. Ich danke dir. Und weißt du, was noch passiert ist? Der Herr hat mir Ganja angeboten. Hat er nicht. Doch. Okay, wer hört jetzt als erstes auf? Macht weiter. Xing Shang Shang. Okay. Xing Shang Shang. Okay, we hit the rolling jack. No one to come back. No more, no more, no more, no more. Jetzt geht's aber rund hier, wa? Boah, das war haarscharf. New der Captain. Captain! Ich mag den Captain. Der Captain ist cool. Geil, geil. 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 Achso, hier, aber hier wohnen Leute, ne? Hallo! Ich hätte gar nicht gedacht, dass es so groß hier ist. Leute, ihr werdet auch, wenn ihr in Thailand seid, überall sehen, dass Leute eben Müll verbrennen. Hi! Ich glaube, hier sind Snakes. Nein. Böse Snakes sind hier, doch. Hallo. Ich schon. Und tschüss. Okay. Der ist gerade richtig aufgeregt zurückgefahren. Um uns zu sagen, dass hier ein Babykrokodil ist. Krokodil-Baby. Aber ich finde richtig süß, dass er sagt, dass es ein Babykrokodil ist, weil wir wissen beide, es ist kein Babykrokodil, oder? Krokodil-Baby, but sleep. Krokodil-Baby. Er hat ja nichts davon, weißt du, erst damit wir so das Erlebnis haben, zu sagen, oh, Krokodil-Baby. Oder gesehen, Leute. Sie sehen wirklich so aus und wir sind einfach ein bisschen blöd. Nein, sie sind keine Krokodil-Babys. Aber warum bist du dir so sicher? Wir blenden euch jetzt Krokodil-Babys ein. Hello, my friend. Wie süß du zurückgehen. You wanna eat? Wollt ihr was essen, Leute? Way. Boah, warte mal. Das alles für 100 Baht? Leute, 100 Baht ist nix. So. Thank you, Ka. Das riecht auch richtig geil. Das schmeckt so nach Curry, indisch. Und das Fleisch ist super weich. Aber hat auch einen eigenartigen Nachgeschmack. Vielleicht ist es auch die Echse, die du gerade gesehen hast. Die. Er baut sich gerade einen Ganja-Joint. Was ist ein Ganja-Joint? Du wisst gar nicht, wie geil diese Soße ist, Freunde. Ich hab gar keine Ahnung. Von nichts. Oh Gott, ist das scharf! Romantisch. Mit der Zeitpunkt, wo wir uns küssen? Immer noch nicht. Ich glaube, hier ist das Ende vom Video. Wir haben rausgeholt, was man rausfinden kann. Unser Captain hat sich eine Lunte angezündet. Der Tag ist noch schön geworden. Wir hoffen, diese chaotische Folge hat euch auch Spaß gemacht. Ich weiß ja nicht. Aber wir hatten Spaß. Wir hatten auch immer Spaß. Das ist die Hauptsache, dass wir Spaß hatten. Tschüss. 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 Ciao, Baby. Melde dich. Bitte, irgendjemand soll sich bei ihm melden, bitte.